Hey ho, willkommen zurück zu Link's Awakening. Zum vielleicht sogar letzten Part. Na gut, ich wollte einmal kurz die Floßfahrt hier machen, einfach nur um sie mal gezeigt zu haben. Möchtest du für 100 Rubine mit dem Floß fahren? Ja, warum nicht? Okay, nimm dir einfach das Floß da draußen. Viel Spaß damit. Okay. Man hätte sich das Floß auch einfach so nehmen können. Also nein, also es geht nicht in dem Spiel, da ist er programmiert. Aber rein theoretisch, wenn man jetzt das logisch betrachten würde, könnte einfach irgendjemand hier hingehen, sich auf das Floß setzen und damit runter fahren. Weil theoretisch müsste das gehen. Ist nicht ganz durchdacht, ne, von dem Typen. Naja, egal. So. Yay, jetzt können wir hier ganz viele tolle Sachen einsammeln. Und wenn die Katze jetzt nicht unbedingt vor dem Bildschirm stehen würde, würde ich sogar sehen, wo ich hinfahre. Aber ich muss die Katze mal leider wegpacken. So. So, jo, wir sammeln ein paar Rubine. Ich glaube, man könnte sogar bis zu 100 Rubine hier einsammeln. Glaube ich. Dann würde man das Geld quasi wieder raushaben, was man bezahlt hat. Aber das machen wir jetzt nicht. Na gut, ich hüpfe sowieso die ganze Zeit daneben, also von daher sammle ich sowieso nicht so viele Rubine gerade ein. Guck mal, hier sind wir sogar mal durch den Maskentempel durchgekommen. Yay. Also mal rausgekommen, irgendwann mal in weiter Ferne. Lange ist es her. Ich weiß nicht wie lange, ein paar Parts auf jeden Fall. Da waren wir da auf jeden Fall an dem Eck schon mal. So, das war die Floßfahrt. Herrlich, ne? Hat doch Spaß gemacht. So, jetzt lassen wir das Floß hier verhungern. Und teleporten uns wieder weg. Okay, keine Ahnung, wie das Floß wieder nach oben kommt. Muss er ja selber dann irgendwie wieder hochheben, das Floß. Naja. Das soll uns persönlich auch ziemlich egal sein, würde ich mal behaupten. So. Ja. Was brauche ich denn nochmal? Ach komm, den Bumerang. Ich liebe den Bumerang, deswegen nehme ich den Bumerang. So, ich muss zurück ins Möwendorf. Da denn in die Bücherei, wo wir noch nie drin waren. Ja, irgendwie haben wir zu wenig erkundet, ne? Wir haben nicht mit allen Leuten gesprochen, naja. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn man ein Spiel schon so oft gespielt hat, wer selber redet denn immer noch mit den NPCs? Also ich eigentlich nicht. Man hat früher, als man das Spiel zum allerersten Mal gespielt hat, hat man mit jedem Charakter hier gefaselt. Einfach nur so. Man könnte jetzt auch nochmal hier zu Marin und Tarin reingehen. Ich glaube, die sind sogar beide da. Ne, sind beide weg. Na gut, super. Ja. Aber man macht das dann irgendwann nicht mehr. Man faselt nicht mehr mit den Leuten. Hier, ihr könnt nochmal zu meiner Miau Miau gehen. Mal sehen, was sie nochmal sagt. Bonjour, mein kleiner Struppi sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Er sieht aus wie immer. Nichts von neuer Frisur. Er sieht aus wie immer. Hier, die beiden Kinder. Sagen die nochmal irgendwas. Von wo kommst du denn her? Nicht von der Insel? Wo soll denn das sein? Das habe ich noch nie gehört. Wie, du hast noch nie von Hyrule gehört? Mensch, da gibt es so schöne Steppen und einen Hylia-See und Goronen gibt's da und Kokiris und Dekus. Ach Mann, da habt ihr was verpasst. So, welches Buch war das nochmal? Ja, nee, das ist es nicht. Die dunklen Geheimnisse von Kokolint. Das Buch lesen? Wirklich? Jo. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Das schreibe ich mir schnell auf. So, so, so. Ne, das ist ein Algorithmus. Gut, ich brauche nur die ersten vier. Danach wiederholt sich das. Gut. Ja. Das, verstehe, wer will. Ich hab's verstanden. Na gut, ich warp mich jetzt nicht zu meinem Brunnen, sondern ich gehe jetzt einfach zu Fuß. Einfach nur, damit wir noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Ich könnte jetzt auch noch hier klauen im Shop, mache ich aber nicht. Das ist etwas, was ich nicht tue. Das ist etwas, was ihr gerne machen könnt. Oder was andere Let's Player vielleicht machen in diesem Spiel. Ich mache das nicht. Ich klaue nicht. Ich habe keinen Bock, dass man mich Dieb nennt. Nö, nö, nö. Ich spiele das Spiel ganz normal durch, so wie sich das gehört. Ohne zu klauen. Ich meine, man findet hier sowieso mehr als genug Rubine, um sich die Sachen auch einfach zu kaufen. Also mal ganz ehrlich, man muss nicht klauen. Das braucht man nun wirklich nicht. Wie sieht es eigentlich von der Kartenabdeckung aus? Da gut, ein bisschen was von der Floßfahrt fehlt. Da fehlt da was beim Maskentempel da in der Nähe. Naja, und dann halt noch die zwei Felder beim Windfisch. Also von daher fast komplett abgedeckt. Aber das sind halt Sachen, die... Da gehe ich jetzt auch nicht zurück, um die Sachen abzudecken. War halt nur ein bisschen bei der Floßfahrt und halt so irgend so ein komisches Fleckchen da. Bei dem ollen Tempel. Naja. Uhu, der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Jedoch, beim Klang der acht Musikinstrumente der Sirenen, wird er aufwachen.
Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Auch nur so. Ja, dann werden wir das wohl gleich machen, ne? Ich rüste schon mal die Ocarina aus. Und hier ist das Ei. Boah, Wahnsinn. Na, dann mal los, ne? Und ich halte jetzt auch meinen Mund, weil ich möchte die gerne die Musik hören, weil die episch ist. So schön diese Melodie. Und da kommt nochmal die Eule. Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Hier in das Ei. Diesmal fliegt die Eule auch nicht weg. Sie bleibt diesmal sogar da. Ich glaube, am Anfang kommt das mit dem Pulver. Wie groß sieht das auch schon mal aus? Los geht's. Windfischei. Hier ist ja gar nichts los. Was ist denn hier los? Bums. Okay. Dann begeben wir uns mal das Rätsel hier rein. So. Ist ein leichter Algorithmus. Wenn ich mir das jetzt richtig aufgeschrieben habe, wäre es natürlich mega peinlich, wenn das jetzt verkehrt ist. Aber es müsste eigentlich tatsächlich richtig sein. Und es ist richtig. Okay. Schwupp. Rein in das tiefe Dunkel. Wir sehen schon den Schatten unter uns. Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch im Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch lebt, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten dir für immer die Macht gehabt. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? So, und der wird jetzt zu den Albträumen von Link. Er guckt in die Träume von Link, wovor er Angst hat. Und das erste, wovor Link Angst hat, ist so ein Ball, der jetzt einfach mal verschwunden ist. Was mache ich denn da? Auf B, Mann. Jetzt drückt die ganze Zeit A, um mein Pulver zu verschießen, aber ich muss auf B drücken. Mann. Aber ist ja so einfach. So. Genau. Ich glaube, jetzt wird er zum Moldorm, ne? Oder? Gucken, wird er jetzt zum Moldorm? Nee, er wird zu Aghanim. So. Ja, der Endgegner aus A Link to the Past. Den ich in A Link to the Past auch nur besiegen konnte, weil ich A Link's Awakening kenne. Deswegen wusste ich ja, wie er funktioniert. Oh, manchmal ist das ganz gut, wenn man so einige... Na, super. Wenn man so einige Spieler halt kennt, ne? Und dann sich die Gegner genauso verhalten. So, komm. Ach, baller doch mal wieder eine richtige Kugel. Aghanim, komm schon. Ich weiß, du bist nicht der echte Aghanim, aber so ein bisschen fair kannst du auch schon sein, ne? Hallo? Hallo, Onkel. Kannst du auch mal wieder die normale Kugel schießen? Damit wir irgendwie auch mal, weiterkommen in diesem verdammten Spiel. Das gibt's doch nicht, Mann. Schieß doch mal wieder eine ordentliche Kugel hier. Ich hab keinen Bock, da die ganze Zeit Schaden zu nehmen. Kann doch nicht wahr sein hier. So, das ist kein Bug. Das ist tatsächlich manchmal Pech. Wenn der zigmal hintereinander da dieses komische Vier schießt. So, Aghanim ist kaputt. Ja, ich weiß, irgendwann wird er auch noch zu Ganon. Jetzt wird er erstmal zu Moldorm. Moldorm passt sogar mit Albtraum, weil Moldorm ist für mich wirklich der wahr gewordene Albtraum. Zum Glück gibt es hier keine Löcher, wo man reinfallen kann. Von daher ist Moldorm diesmal sogar ganz nett. Wenn man ihn dann mal erwischen würde. Ja, jetzt ist er wieder langsam geworden, aber er ist kaputt. So. Ganon. Ja, ja, ich weiß, ich nehme Schaden, das ist nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist auch der, ja, das ist der Ganon aus A Link to the Past. Ich glaube, wir haben ja schon zwei Gegner aus A Link to the Past. Ich meine, gut, dadurch, dass Link's Awakening rein theoretisch der vierte Zelda-Teil ist, gab es ja noch nicht so viele Endgegner, ne? So, ich muss ausrüsten auf den Bumerang.
Boah, mit dem Bumerang sind wir auch schnell durch. Ja, mach mir ruhig ein bisschen Schaden, das ist mir egal. Weil ich fühle mich ja sowieso auch durch, die tolle Flasche, die ich habe. Ah, Mist, nicht erwischt. Aber vielleicht soll ich doch mal lieber auch die Feder ausrüsten, damit ich im Notfall auch rüberhüpfen kann. Aber ich werde jetzt auch nicht zu viel Schaden nehmen. Hallo? Ja! So, die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Ja. Du aller, ich schmelze. Was für eine Welt. Graf, du hast alle Albträume besiegt. Och, Mann, diese Katze nervt gerade tierisch, ne? Ich hoffe, die ist jetzt nicht so allzu krass zu hören. Gerade im epischen Moment muss eine Katze stören, ne? Steige die Leiter nach oben. Nun komm. Welche Leiter? Achso, die. Okay. Wahnsinn, was ist denn jetzt mit der Katze los? Jetzt dreht sie aber völlig am Rad hier. Geh weg! Komm! Ah! Mann, nerv mich nicht. So. Epischer Moment. Bitte zerstöre ihn nicht. Oh, nochmal die Eule. Uhu. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, wenn jemand es schaffen kann, dann nur du, Graf. Alle Albträume sind besiegt. Tja. Als Teil der Seele des Windfisches war es mein Auftrag, diese Welt zu bewachen. Aber eines Tages drangen die Albträume in diese Welt ein und terrorisierten die Bewohner. Dann kamst du, Graf, um die Insel zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deine Kraft, deinen Mut und deine Weisheit, Graf. Ich weiß, ich habe das Triforce in mir, ne? Mut, Kraft, Weisheit, passt. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch aufwachen. Auf Wiedersehen. Ja, auch die Eule war nur ein Traum. Teil des Traums. Und der epische Windfisch, der so grandios intelligent aussieht. Na gut, er sieht verschlafen aus. Sagen wir es mal lieber so. Ich bin der Windfisch. Lange war mein Schlaf. Im Traum. Ein Ei erschien mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Menschen. Nom nom. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolint verschwunden sein. In deinem Gedächtnis aber wird sie immer weiter leben. Eines Tages erinnerst du dich an Kokolint und denkst, es war gar kein Traum. Komm, Graf, lass uns gemeinsam aufwachen. Oh, das ist so schön. Ach ja, man sieht den Windfisch, glaube ich, sogar irgendwann mal wieder in irgendeinem Zelda-Spiel. Spiele die 8 Instrumente. Spiele das Lied des Erwachens. Okay, dann spielen wir mal. Yay. Oh, das ist so schön. Aber es ist irgendwie auch traurig, ne? Alles löst sich auf, Struppi. Nur ein Teil des Traums. Die spielenden Kinder. Auch sie, nur Teil des Traums. Auch die Gegner. Na gut, um die ist es nicht so unbedingt schade. Auch hier, Maron, was auch immer. Tarin, Entschuldigung. Da, Tarin hieß er. Und Marin, die noch fröhlich die Ballade singt, aber jetzt auch verschwindet. So traurig irgendwie. Naja. Aber ihr Wunsch wird ja erfüllt, sie kommt ja als Möwe wieder. Und die Insel ist weg. Wahnsinn. Was ein Traum, ne? Oh mein Gott, deine Fontäne. Wir werden weggespült. Oh Mann. Ja, jetzt sind wir wirklich schiffsbrüchig. Mitten auf dem Meer sind wir jetzt. Mhm, ganz toll. Oh, das sind schon mal die Möwen. Ist eine davon vielleicht Marin? Hallo? Marin, siehst du das? Platsch. Mist, jetzt hat sie mich angekackt. Na gut, ja. Eigentlich ist Link total jetzt tot. Müsste er eigentlich, weil, er ist jetzt mitten auf dem Meer. Hängt er nur an so einem, Stück Mast. Mitten auf dem Ozean, irgendwo. Und es ist, glaube ich, auch nicht jetzt so, dass da jetzt unbedingt irgendwo ein Schiff in der Nähe ist. Naja. Irgendwann verhungert er. Aber ich glaube, darüber muss man sich auch keine Gedanken machen. Ich meine, im Prinzip hat er die Zoraflossen. Aber die waren ja auch nur Teil des Traums. Verdammt, das heißt, er hat ja seine ganzen Waffen nicht mehr. Ja, Link, kannst nicht schwimmen. Tja, Ärger, ne? So ein Ärger. Und da ist nochmal der Windfisch. Hurra, das heißt, wir wissen, es war gar kein Traum. Da oben der Windfisch ist, muss es Realität gewesen sein. Ach, so schön. Ich bin gerade echt im Überlegen, ob es irgendwo noch ein Zelda-Spiel gab mit dem Windfisch. Hm. Der Link grinst erstmal schön. Ich weiß, bei dem Spiel Majora's Mask, da gibt es ja auch eine Ballade vom Windfisch. Da ich Majora's Mask aber jetzt nicht gespielt habe,
weiß ich nicht. Ach, ich glaube, die Melodie war da anders. Ich glaube, das ist nicht dieselbe Melodie, ist eine andere Melodie. Und bei Skyward Sword, glaube ich, gibt es den Windfisch selber irgendwo im Himmel. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Warum flackern die Namen so? Ich denke mal, ihr könnt sie wahrscheinlich gar nicht lesen. Ich wette, ihr seht da nur irgendwelche komischen Buchstaben, ohne dass da überhaupt irgendwas Grandioses steht. Das ist natürlich jetzt doof. Weil da steht eigentlich Trevo Kensuke Tanabe. Wird wahrscheinlich keiner von euch gelesen haben. Weil man das nicht lesen kann. Ihr seht wahrscheinlich irgendwie nur, ja, vielleicht das R und das B von Drehbuch oder so. Weil das sind die Buchstaben, die nicht so krass flackern. Ärgerlich, ne? Wenn sowas flackert. Naja, egal. Es war ein schönes Spiel. Hat wunderbar Spaß gemacht. Wunderbar Spaß gemacht, kann man das so sagen? Naja, egal. Es war auf jeden Fall ein geniales Spiel. Es macht immer wieder Spaß, dieses Spiel zu spielen. Das ist ja das zweite Mal, war ja ein Replay. Ach ja. Ich finde, man kann dieses Spiel gar nicht oft genug spielen. Ich hätte jetzt schon wieder Bock, das Spiel von vorne anzufangen, aber nein, das tue ich nicht. Ich denke mal zweimal langsam auf dem Kanal. Vielleicht tue ich in 2 Jahren oder sowas das Spiel nochmal in Farbe spielen. Das könnte passieren. Dass ich mal irgendwann die DX-Version spiele. Naja. Ich finde, davon könnte man auch nochmal irgendwie so ein Remake nochmal machen. So ein richtiges Remake. Für den 3DS. Das wäre toll, ne? Aber ich meine, jetzt gut, in 2D-Zelda in 3D ummorfen, ist, denke ich mal, halt doch ein bisschen schwierig. Und das ist der Windfisch. Es sieht ein bisschen aus, als hätte er eine Hose an, ne? Irgendwie so Shorts oder sowas. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich stoß gerade auf, weil ich gerade gegessen habe. Das ist natürlich auch nicht so toll. Naja, doch gut, also es war toll, dass ich gegessen habe, ja. Aber es ist nicht gut, dass ich jetzt aufstoße. Ach ja, einen besonderen Dank an den Typen da, dessen Namen ich jetzt auch durch das Geflackere kaum lesen konnte. Ah, Shigeru Miyamoto. Gut, den Namen kann ich lesen. Da muss auch nicht viel stehen, man weiß es, dass er es ist. Hiroshi Yamauchi kennt man ja auch. Ja, bekannte Namen. Yay, und Ende. Und da, ich hoffe, ihr seht sie. Marin. Die jetzt da rumfliegt. Ich glaube, sie taucht auch nur auf, wenn man nicht einmal gestorben ist. Das weiß ich jetzt aber nicht. Ich bin ja nicht einmal gestorben, von daher lief das ganz gut. Ja, Ende. Es geht nicht weiter. Wir haben das Ende erreicht vom Spiel. Wir können nichts mehr machen. Wir können hier ohne Ende klicken. Es passiert aber nichts. Wir haben Ende in einer schönen Schnorkelschrift. Ja, wie gesagt, ich kann eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen zu diesem Spiel. Es war halt grandios. Es ist ein super geiles Spiel. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zusehen, wie ich ab und zu siegreich war, wie ich ab und zu gefailt habe und wie ich einfach mal Spaß dabei hatte. Ja. Super, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage, wir sehen uns irgendwann mal bei einem anderen Projekt. Ich hatte ja erwähnt, könnte vielleicht ein bisschen dauern, je nachdem, wie die Zeit auch aussieht. Vielleicht mache ich auch ein paar Mini-Let's Plays, wer weiß. Naja, ich will jetzt nicht so viel schnacken, also sage ich, bis irgendwann mal. Tschüss.